Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Zuschauer! Als erstes doch noch ein Wort zum Kollegen Wegner. Ich muss da deutlich widersprechen. Es sind nicht erst 6 Monate, die diese Regierung Zeit hatte, irgendetwas zum Besseren zu wenden. Sie arbeiten seit 2013 in ähnlicher Konstellation. Also bitte sehr, Sie hatten Zeit und Gelegenheit genug. Aber zum eigentlichen Thema. Der Wohnungsgipfel, von seinen Machern sogleich über den grünen Klee gelobt, als historisch und bahnbrechend. Mein Kollege Hemmelgarn hat schon in aller Deutlichkeit auf die eigentlichen Ursachen der Krise, die Jahre und jahrzehntelange Untätigkeit, auch darauf habe ich eben gerade hingewiesen, der letzten Regierungen, ich sage mal der letzten 12 bis 20 Jahre hingewiesen. Offensichtlich führt die Bundesregierung diese liebgewordene Tradition nahtlos fort. Aber im Einzelnen. Erstens die Sonderabschreibung. 5% auf 4 Jahre zusätzliche Abschreibungsmöglichkeit. Das könnte man wohl größtenteils direkt an die Baustoffindustrie und die ausführenden Unternehmen überweisen, denn der ohnehin schon überhitzte Markt wird diese zusätzlichen Anreize begeistert aufsaugen und in die nächste Preissteigerungsrunde einpreisen. Zweitens Stärkung des sozialen Wohnungsbaus von 2018 bis 2021, Ziel 100.000 zusätzliche Wohnungen. Ganz vergessen wird dabei, dass im gleichen Zeitraum 200.000 Bestandswohnungen aus der Sozialbindung fallen. Also Negativbilanz 100.000 Wohnungen. Frage: Wie ist die zusätzliche Bauleistung zu erreichen, wo wir schon jetzt einen Bauüberhang von 600.000 Wohnungen haben? Planungskapazitäten auf allen beteiligten Ebenen sind nicht vorhanden. In Ballungszentren oder die Ballungszentren platzen aus allen Nähten, ohne Aussicht auf erschließbare Bauflächen. Und eins müssen wir auch wissen: Vom Beginn baurechtlicher Planungen bis zur Bezugsfertigkeit vergehen 7 bis 10 Jahre. Also das, was Sie heute planen, ist irgendwann mal 2030 bezugsfertig. Wir suchen und brauchen aber Lösungen kurzfristig, das heißt jetzt. Seit Beginn der Freizügigkeit 2011 wird in unglaublichem Umfang in unsere Sozialsysteme eingewandert, was auch den Wohnungsmarkt belastet. Der massive Zuzug und die Duldung nicht auf sich aufenthaltsberechtigter Personen nach Genfer Konvention, nach § 16a Grundgesetz und dem Dublin-Abkommen, wir reden hier von mindestens 1,8 Millionen Menschen, hat die Situation endgültig eskalieren lassen. Die einzig mögliche Lösung ist konsequente Remigration aller Nicht-Aufenthaltsberechtigten. Und wir müssen weg von starrer Objektförderung hin zu flexibler und zwar sofort einsetzbarer Subjektförderung. Das heißt, es erfordert eine Anpassung und Ausweitung des Wohngeldes nicht erst in 2020, sondern jetzt und sofort. So, und schnell und einfach umzusetzen ist noch etwas anderes, nämlich die Streichung der Grundsteuer. Der Mietmarkt wird sofort um 13 Milliarden Euro entlastet. Tun Sie doch das. Und seit Jahrzehnten immer wieder gern bespielt, Klimaschutz und Energieeffizienz. Da feiert sich die Ersatzreligion der Klimagläubigen. Ohne jeden wissenschaftlichen Nachweis wird der Klimawandel als menschengemacht vorausgesetzt. Mit wahnwitzigen Dämmprogrammen wird versucht, Fantasieziele, Klimaschutzplan 2050 genannt, zu erreichen. Entrümpeln Sie unser Baurecht von diesen unsinnigen, teuren Maßnahmen und führen Sie das Ganze auf ein vernünftiges Maß zurück. Zum Wohle aller, denn das spart an der richtigen Stelle und wirkt sofort. Baukindergeld hört sich erstmal wunderbar an. Aber wird damit das Bauen am Ort des Bedarfs angeregt? Wir haben in der Fläche schon jetzt einen Leerstand von 1,9 Millionen Wohnungen. Wenn nur der Mitnahmeeffekt negativ zu bewerten wäre, entscheidend ist aber, dass wegen der vielen strukturellen Defizite des gesamten Bausektors davon auszugehen ist, dass das Baukindergeld schlicht und einfach eingepreist, also an die Bauwirtschaft, durchgereicht wird. Eine weitgehende Reduzierung der Grunderwerbsteuer wäre ein weitaus wirksameres Mittel, unterschiedliches Preisniveau auszugleichen und sofort zum Zeitpunkt entstehenden Finanzbedarfs kostensenkend zu wirken.
Der beste Mieterschutz, meine Damen und Herren, besonders von der Seite des Plenums, der beste Mieterschutz ist Ausgewogenheit und Rechtssicherheit für beide Seiten, Mieter wie Vermieter. Etwa 60% aller Mietwohnungen werden heute noch von privaten Vermietern angeboten. Deren Anteil ist aber seit Jahren rückläufig, aus gutem Grund. Unter anderem liegt das an der de facto erfolgenden Teilenteignung durch rückwirkende Mietrechtsänderungen, wie auch durch einseitige Rechtsprechung, wie es sie in keinem anderen juristischen Bereich in dieser Form gibt. Letztlich ausschlaggebend dürfte aber wohl sein, dass nahezu 2/3 aller privaten Vermieter betriebswirtschaftliche Verluste einfahren. Diese Selbstausbeutung trägt allerdings erfreulich deutlich zur Entspannung des Marktes bei. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Ja, ich bin gleich fertig. Insgesamt wird der Mietmarkt aber immer stärker dominiert von international agierenden Renten, Hedge- und sonstigen Heuschreckenfonds. Und diese Entwicklung wurde hervorgerufen und begünstigt durch die massive Veräußerung kommunalen Wohnraums. Und dabei traten besonders unrühmlich alle SPD-regierten Länder und Städte hervor. Damit schließe ich. Danke. Der Kollege Sören Bartwal hat das Wort für die SPD-Fraktion.